Na verdammt, was ist das unser Counter? Kacke. Aha. Auf geht's, wir ziehen heute über Route 210 Richtung Schleide und werden das eine noch Pokémon fangen und auch ein paar Trainer bekämpfen. Und dann erstmal willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Pokémon Leuchtenpelle mit der Nachtlord-Challenge. Erstmal holen wir uns hier die Beeren. Oh, das ist sehr hohes Gras hier scheinbar. Wir können da nicht durchrennen. Will wir Beeren, ja? Ja, diesmal, ja komm, diesmal steig ich nicht raus, wie ich die Dinger hier pflücke. Pflanze meine ich wieder. Ist zwar nicht so spannend, ich weiß, aber da geht ja auch recht fix eigentlich, habe ich dann auch gemerkt, dass es gar nicht so lange dauert, wie ich immer denke. Ich tat halt immer so, als würde es 2 Minuten dauern, die ich da einfach mal ganz kurz und ganz gut und gerne wegstreichen kann. Eine neue Beere? Ne, doch die Wirbelbeere. Und die Pflanze war direkt 4-mal hier, ist egal. Hilft gegen Frost, aber ich glaube nicht, dass wir auch jetzt schon auf ein Eis-Pokémon treffen werden. Meine, die 7. Arena war eine Eistrainerin, deswegen da wird es vielleicht mal wichtig. Aber hier noch nicht. So, ich habe ausgenutzt allen Pokémon mal eine Ballkapsel gegeben, damit die ein bisschen schicker auftreten können. Und wir werden heute mal losziehen mit, ja doch, mit Echo. Echo kann schon mal loslegen hier. Schutz von Victor nicht, okay, interessant. Okay, Kleinstein ist nicht unser Counter, das ist schon mal gut. Hier tritt ein Kleinstein auf? Was soll der Scheiß denn? Gut, die sind Ruinen, nee, ich weiß, aber gut. Wir haben übrigens tatsächlich von dem kleinen Jungen letztes Mal nur eine Ballkapsel gekriegt, das heißt, wir können jetzt quasi mehr Ballkapseln dekorieren. Was natürlich eine nette Sache ist, wenn man da halt mehrere Sticker draufballern will. Oder mehrere verschiedene Sachen. Deswegen kann man sich da echt nicht beschweren. Meine Pokémon sind durch die Arbeit auf der Farm stark geworden. Ich bin richtig stolz auf sie. Ach, das ist dieses Weideland hier, ne, was sie meinte letztes Mal. Dieses eine Farmer-Mädchen. Farmer Anton. Warte ich heraus. Mit einem Griffel. Ich mag ja eigentlich Affen sehr in den Pokémon-Spielen, aber Griffel mag ich irgendwie von allen Affen, die es gibt in der Pokémon-Reihe, am wenigsten, muss ich gestehen. Ich mag den Affen irgendwie nicht, auch Ambidiffel nicht so wirklich. Wahrscheinlich wegen dem Grabständchen hinten am Schweif. So, Eros ist stärker, oder? Wir sind gleich stark. Aber Eros trifft immer. Ist da ja der bessere Flügelschlag. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, Flügelschlag kann bei mir da weg. Aktuell. Ich glaube, beide sind auch physisch, ne? Wenn ich mich da nicht irre. Ja, Fark ist interessant tatsächlich. Aber, ja. 11 Level unter uns. Da klatschen wir auch weg. Ich weiß langsam nicht, ob das einfach nur ist, dass die Trainer so gut niedrig gelevelt sind, damit wir nicht zu sehr leveln. Dass wir quasi dann doch bei der Arena vielleicht mal ein bisschen Probleme kriegen. Aber wir kriegen ja kaum noch EP-Punkte jetzt, ne? Oder Erfahrungspunkte. Dadurch dann. Und ich muss mal, wie viele EP wir kriegen. Okay, ja, das Kämpfepunkt kriegt noch ein bisschen mehr, okay. So wenig ist es da doch nicht, aber ich glaube, wir werden nicht mehr allzu viel leveln bis zur nächsten Arena. Vielleicht maximal Level 30, 31 bis dahin. Oder bis zur Arena selbst. Die Trainer drin können vielleicht auch nochmal ein Level geben. Die sind wahrscheinlich dann doch ein bisschen stärker. Was ich einfach mal aufhöre an der Stelle, aber mal gucken. Auf deine Pokémon kannst du dich wirklich verlassen. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach mal aus Juxendollerei jetzt dann doch, wie heißt es hier, Carpador mitnehme. Oh, und direkt in die Trainer rein, okay, alles klar. Hurra, wir kämpfen ganz vielen Pokémon. Yippie, ich kämpfe mit 3 Trainern. Aber es wird bei der einen so nach Rang und bei der anderen nicht. Komisch, oder? Zwillinge Tia und Tara fordern nicht heraus. Pikachu und Pipi. Nice, nicht. Echo und Batgirl, das ist natürlich kacke. Doch, Batgirl habt ihr gesehen, hat so eine Dunstwolke, die da rauskommt, wegen den Gifttypen. Fand ich ganz witzig. Und weil sie ja hauptsächlich mit Giftattacken angreift, vor allem auch jetzt in dem Kampf. Warte mal, wie mache ich das jetzt am besten? Ich würde fast sagen, Aeros auf Pipi und Giftstreich auf Pikachu. Weil ich kann mit Staravia Pikachu nicht richtig angreifen. Klar ist Giftstreich auf Pipi sehr effektiv, aber vor allem Level 21 aus Pikachu? Einmal. Okay, habe ich nichts gesagt. Vielleicht leveln wir doch mehr, als ich denke. Reicht das? Ne, nicht ganz. Schade. Säuselstimme gegen beide, ne? Stimmt. Ja. Ruckzuck gibt dann war's das. Hier noch mein Superschall-Event im Zweifel drauf. Ja, das sollte reichen, genau. Da hat auch ein Pipi nichts mehr. Also wünschenswert wäre, wenn wir heute bis nach Schleierde kämen. Das hat nicht, wie weit der Weg wirklich ist, aber ich glaube, es sind 2 Routen bis dahin, ne? Zu 2
Gold konnten wir nicht gewinnen. Okay, sie ist das Gleiche, alles klar. Ich werde vielleicht mal hier kurz wechseln, die Pokémon. Weil Berko jetzt doch schon Level 29 ist. So, was ist mit dir hier, mein Freund? Ach, hier ist nur Pokéball, okay. Den holen wir uns natürlich. Schau mal, wie das Fell meiner Pokémon glänzt. Das ist also Pokémon mit Fell. Pokémon-Züchter Aaron. Drei Pokémon hat der, okay. Ja, eine Maus hat Fell. Gut, kann man so stehen lassen. Wollte ich gerade sagen, da hat er gleich wieder irgendwelche Pokémon, die gar kein Fell haben. Das wäre witzig. Oh, ich hab mich verdrückt, shit. Das wollte ich nicht machen. Aber trotzdem gereicht, geil. Immer noch kein... Ach, wegen Volltreffer, okay. Echo, hast du gut gemacht. Übrigens ist Alexa aus. Ich hab die im Stream letztes Mal, da hat die sich auch gemeldet, obwohl ich nicht mal Echo gesagt habe. Hat die sich auch mal mehrmals gemeldet. Da habe ich mich auch gedacht, die würde mich jetzt richtig verarschen. Die ist mittlerweile ausgeschaltet. Also nicht wundern. Ich habe eh keine Namensvorschläge gelesen für Echo, von daher auch egal. Ist dann halt so, ne? Die Chance war da. Ich hätte auch noch einen von euch noch benannt im Nachhinein, wenn ihr euch gemeldet hättet, aber nö, so nicht. Jetzt ist der Name Echo, der steht jetzt. Da habe ich mich jetzt dran gewöhnt mittlerweile. Ich find's auch ganz witzig, irgendwie, dass Alexa sich manchmal gemeldet hat, so als kleiner Gastauftritt. Muss ich auch gestehen. Ich bin jetzt auch froh, dass ich meine Ruhe habe vor der Eulen da hinten. So, Pokémon-Züchter Aaron ist besiegt. Hey, hast du auch richtig hingesehen? Ja, warte mal, der hatte ein P2 Pichu, ne? Das ist mir auch egal, was der Pokémon hätte. Ein Superball, ey, endlich mal. Also ich geh jetzt hier lang wieder zurück. Weil da ja auch noch Trainer waren, die ich vorher bekämpfen möchte. Ich muss leider wieder absteigen. Leider wieder aufsteigen, ist das blöd gemacht. Warte mal, ich habe die Blumen nicht gegossen, sehe ich gerade. Ja, die Beeren mache ich, Blumen sage ich schon. Sollte jetzt mit einem Rutsch gehen, ne? Wenn meine... Nee. Okay, meine Tens funktioniert nicht ganz. Ich weiß nicht, wie das manchmal funktioniert. Letztes Mal dachte ich ja noch, wenn ich jetzt viermal die gleiche Beere pflanze, dann macht der alle auf einmal. Vielleicht hat auch zufällig, dass der alle auf einmal gießt bei vier Feldern. Kann ja auch sein. So, Ponita haben wir auch schon. Erst langsam ärgert es mich, dass wir nicht auf der einen Route Bronzel gefangen haben, anstelle von Ponita. Und hier ist Ponita, ganz ehrlich. Ach, unsere Epona ist schon ein tolles Pferd. Auch wenn wir sie nicht eingesetzt haben. Aber ich denke, ihre Zeit wird noch kommen, da bin ich ganz sicher fast. Da kein anderes Pokémon, okay, dann nicht. Ich werde so lange weiterlaufen, bis der Weg irgendwann ein Ende findet. Junge, wenn du immer hin und her läufst, dann findet der kein Ende. Aber warte mal. Ich ruhe mich ja wenig aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich jetzt die Attacke Ruheort einsetzen. Haha. Ha! Sollst du übrigens auch eine Verschnaufpause gönnen? Ist das Ruheort? Wenn sie ohne was weiterfliegen müssten, würden Vogel-Pokémon irgendwann völlig erschöpft zu Boden fallen. Oh, das wird auch noch ein Spaß, sage ich euch jetzt schon, wenn ich mit dem Team so weit kommen sollte, ne? Ich will noch nicht so weit denken, weil ich glaube schon, dass bis dahin noch Pokémon sterben wird, aber mit dem Team hier wird die 8. Arena Typ Elektro ein richtiger Spaß. Sag ich euch jetzt schon. Was habe ich jetzt gerade vorne? Na, Daisy und Echo, das passt so. Wie mein Pokémon mir bei der Arbeit hilft, kann ich sogar ein bisschen faulenzen. Ne, ist er wieder, ne? Hohoho, willst du sagen, wie tief das Band zwischen Vater und Tochter ist? Doch, hohoho, wird der Farmer gewesen sein, okay. Alles gut. Farmer, Tochter, Doro und Max. Ich hätte Tochter und Farmer gesagt, ganz ehrlich. Ich finde die Reihenfolge echt ein bisschen blöd gewählt. Aber was soll's. Was haben die jetzt eingesetzt? Charmian und Skookaroo, okay. Okay. Da wird Echo leider auf Skookaroo gehen müssen, weil ich mit Giftattacken und Pflanzattacken nicht viel machen kann. Bei dem Vieh. Aber Aeroas wird schon reinhauen ordentlich. Und der Absorber auf Charmian. Kommt eh Mogelieb raus, ne, oder? Oder? Sag ich nix. Okay, kein Mogelieb. Sehr gut. Lass mal schön voll heilen wieder, genau. Und das ist weg, oder? Auch nicht, oh. Aero, oh, oh. Okay, der macht nur 80 KP oder 40 KP. Die waren ja nicht voll läuft, ne? Die doppeln mich, ey, diese Säcke. Ja gut, ich hätte das Scheibe auch locker raushauen können mit dem ersten Angriff. Das sollte klar sein.
Aber hey, so wird es ein bisschen spannender wenigstens. So, es gibt halt schon Level 30, alles klar. Also entweder sind wir schon maßlos überlevelt für die nächste Arena, keine Ahnung. Ich glaube eigentlich mittlerweile nicht mehr so krass. Die Trainer doch jetzt langsam ein bisschen stärker werden, aber 9 Level plus ist immer noch viel, ne? So, die beiden sind besiegt. Ach nein! Das mit freien Kräften konnten wir dich nicht besiegen. Nö, hast du richtig erkannt. So, du möchtest auch kämpfen, Pokémon-Züchterin? Ich bin als Pokémon-Züchterin noch grün hinter den Ohren, aber ich werde mein Bestes geben. Ich finde den Chibi-Look mit immer noch richtig süß, ne? Ich kann zwar verstehen, wenn manche sagen, jo, ich hätte lieber den Look so aus Schwert und Schild gehabt, auch so eine 3D-Welt und so. Das wäre tatsächlich für Sinnoh sehr interessant gewesen. Aber wir dürfen ja quasi Sinnoh in 3D erleben, wenn der Pokémon-Legend Arceus rauskommt. Heißt das zwar Hisui und ist in der Vergangenheit von dem Spiel aus gesehen. Aber im Grunde ist es dann doch die Sinnoh-Region, weil der Kraterbecker da auch steht. Und daher einfach jetzt quasi zur Überbrückung, bis Legend Arceus erscheint. Apropos, wo ich gerade dabei bin. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr bisher von dem Spiel haltet, was man so gesehen hat aus den Trailern und so. Ich sag ja selber auch, ich bin nicht der größte Fan bisher vom Spiel. Trotzdem bin ich gespannt darauf, was sie daraus machen. Weil Game Freak ja da doch ein bisschen einen anderen Ansatz wählt mittlerweile. Also zumindest so ein bisschen, ja, kann man schon sagen. Die Kämpfe verlaufen ja auch nicht komplett rundenbasiert, da kann man ja auch ein bisschen was machen. Man zum Beispiel zweimal hintereinander angreifen darf. Was ich auch ganz gut finde. Aber wie gesagt, ich bin bisher nicht so richtig überzeugt von dem Spiel. Das gebe ich gerne zu. So, hier, zack. Entwickelst du dich eigentlich schon auf Level 30? Du hast dich schon so früh entwickelt. Zu Staravia. Wir werden es gleich herausfinden, wenn dem so sein sollte. Macht nichts, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Wie du mit Humor irgendwie. Nein, es entwickelt sich noch nicht auf Level 30, schade. Kaffee frisch und gesund, die beste Milch der Welt. Da sollte ich anscheinend nicht reingehen. Chibi blockiert Enton den Weg, okay. Die Enton versperren den Weg und machen keinerlei Anstalten, sich zu bewegen. Ich will jetzt hier noch ein Pokémon fangen, ganz ehrlich. Daisy, komm mal nach vorne. Machen wir mal so, wenn noch ein Doppelkampf kommen sollte oder so. Ne, haben wir schon. Ponita haben wir auch schon gefangen. Gibt's hier noch was anderes oder gibt's nur die zwei Pokémon hier? Ich glaube nicht, dass es nur die zwei gibt, ehrlich gesagt. Aber gibt's noch was Neues hier, ist die Frage. Nach dem nächsten Pokémon werde ich mal gucken, ob es hier noch was anderes geben könnte. Auf PokeWiki. Bin ich langsam auch zu blöd. Ja, okay, komm. Da gucke ich das mal nach. Ganz ehrlich, das ist mir jetzt auch zu blöde. So, Flucht erstmal. Konnte ich fliehen? Oh oh. Oh oh. Halt. Falls hier meine Daisy drauf geht. Alter, das wär jetzt ein Ding. Doch, es gibt hier noch andere Pokémon, okay. Muss ich weiter gucken. Zwei Stück im Grunde noch, wobei eins kann glaube ich gerade nicht auftauchen. Also gibt's hier noch eins, alles klar. Muss ich nachgehen. Wobei, die Liste kann nicht stimmen. Ach, hier muss ich gucken. Hier gibt's... Doch, hier gibt's auch noch Pokémon, okay. Ah, jetzt gerade wahrscheinlich mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit ein Mobile zum Beispiel noch. Ja, ich habe mal kurz Daisy, ne? Wenn nochmal passiert, dann ist ganz schnell Feierabend. Mit ihr. Mal schauen, ob wir noch ein anderes Pokémon finden. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich gucke hier weiter. Ja, komm, Freunde, ganz ehrlich, das skippe ich jetzt ein bisschen. Bis wir unseren Encounter hier haben. Ich meine, ich könnte mir den offen lassen, anscheinend gibt es hier zwei Teile. Da kann ich, wenn ich wieder hierher komme, scheinbar, wenn die Enton weg sind oder so. Da oben noch gucken, ob da was ist. Aber an sich würde ich sagen, nee, wir holen uns jetzt den Encounter. Warum auch nicht, ne? Deswegen, Freunde, ich gucke mich mir noch mal ein bisschen um und melde mich dann wieder. Ich fliege jetzt hier noch eben schnell und dann sehen wir uns wieder, wenn ich einen Pokémon gefunden habe. So einfach ist das. Aber der Klatscher möchte ich nicht haben. Tschüssi! Oh! Ja, das ging jetzt schnell. Die Zirpeise gibt es auch noch hier anscheinend. Stimmt, wir haben noch keinen Zipurzu gefangen, ne? Na verdammt, was ist das, unser Counter? Kacke!
Bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber nehmen wir einfach so mal. Mein Gott, hat das ein Bart, ey. Das ist ein richtiger Horst-Lichter-Bart. Guck ich das mal an. So, danke, dass du triffst. Geht doch. Na komm, greife ich jetzt hier noch mit Giftstachel an. Der ist eh nicht so stark. Vergiften kann ich jetzt auch nicht mehr. Setz Absorber ein, okay. Interessant. Giftstachel ist neutral, von daher... Ja, macht fast gar nichts, seht ihr mal. Fliegenklaue wirkt wieder. Oh, Gesang kann es. Das wäre sogar nützlich für Pokémon fangen, ne? Mal Pokémon einzuschläfern, anstatt zu paralysieren. Naja, jetzt komm auch hin. Jetzt verarsche mich hier nicht. Natürlich können wir jetzt nicht aufwachen. Es ist paralysiert, alles gut. Hat keiner was von gehabt jetzt von der Runde, ne? Daisy, bitte wieder aufwachen. Ja, Fliegenklaue bringt ja auch nichts, wenn du jetzt nicht aufwachst. Ah, sauber. Tut sie sogar. Ist das auch ein Indikator, dass sie auf jeden Fall aufwachen wird? Keine Ahnung. Doch hier Netzball, ne? Ist ja gut für Käfer-Pokémon. Wenn ich mich nicht irre. Ups. So. Eins hier Peise. Ist gefangen worden, sehr gut. Das auch, hat auch eine höhere Fangrate, als ich denke gerade. So, was war das für ein Geschlecht? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Männlich ist scheinbar, ne? Dieses Pokémon bringt seine Gefühle durch Melodie zum Ausdruck, deren Struktur auch von Wissenschaftlern untersucht wird. Das ist hier bei Pokémon. So, da du scheinbar Musikant bist, nenne ich dich einfach Trubadix. Ja, tut mir leid, ich hatte zwar noch Namen auf der Pipeline auch von euch Zuschauern, aber ganz ehrlich, das ist mir bei so einem Tippeise auch zu blöd. Vielleicht nicht richtig Verwendung habe, wisst ihr. Aber immerhin haben wir jetzt den Counter hier abgehakt auf Route 210. Aber ich kann es weitergehen auf Route 215. Okay, interessant. Aber erstmal ins Café, würde ich sagen. Da können unsere Pokémon ja heilen. Sei gegrüßt, Reisender. Manche unserer Kunden sind recht heißblütig und wollten also ohne Unterlass kämpfen. Doch lass dich zu nichts zwingen und genieße deinen Aufenthalt hier. Ich will ja kämpfen. Ist ja das Ding. So. Willkommen, dieses Pokémon hier ist mein ganzer Stolz. Die Savire will auch kämpfen? Okay. Saviererin Frau fordert dich heraus. Die vor allem serviert Pokebälle, auch geil. Ich sehe schon, die hat auch eine Strumpfhose an. Die hatte die früher bestimmt auch nicht an, oder? Wahrscheinlich auch nur ein Kleid. Das Dienstmädchen-Outfit würde ich jetzt mal behaupten. Saviererin-Outfit, kann man auch sagen, ist ja eine. Aber korrigiert mich da gerne, wenn sie doch eine Strumpfhose auch damals schon anhatte, von daher. Weil da ja schon die Gürtel so ein bisschen zensiert wurden, glaube ich schon, dass das sich auch der Fall ist. Weil zu viel Bein gezeigt wird, oder was? Für ein Kinderspiel. Okay, das war ein Volltreffer, oder? Nicht? Doch, wollte schon sagen. Er hat einen Heuler abgekriegt, Giftstachel ist physisch. Und es macht mehr Schaden, das kann ja nicht sein. Wollte schon gerade sagen, ey. Ja, dann erfrischen wir uns doch noch ein bisschen. Mit 1 KP holen wir uns auch noch wieder. Weil der Giftstachel hat nicht mehr viel gemacht jetzt, glaube ich. Ich glaube, der hat auch nicht gereicht. Außer wieder ein Volltreffer natürlich. Weil will gelobt werden und so. Die Daisy, die Gute. Die es auch sehr gut gemacht hat hier an der Stelle. Auch auf Niederlande reagiere ich mit einem breiten Grinsen. Aber guckst du so traurig? Hä? Hä? Hey, hast du die ganzen Enten da draußen gesehen? Das sind Pokémon, die von chronischen Kopfschmerzen geplagt werden. Ich fürchte, wir müssen abwarten, bis es ihnen wieder besser geht. Ich bin ein Pokémon-Sammler und als solcher sehr stolz auf mein Wissen. Möchtest du, dass ich dein Wissen mal auf die Probe stelle? Oh Gott, der kann doch nur wieder irgendwas mit Stahl oder Gift haben. Der Pokémon-Sammler Ferdinand. Okay, Mogelbaum ist gut. Das ist gut für Daisy. Mogelbaum! Mogel, Mogel! Das war so geil im Anime früher immer. Ich glaube auch Mogelbaum ist so ein Pokémon, wo man wirklich einen Ruf als Mogelbaum erkennen könnte. Wenn man da mal richtig hinhört. Steinkante kann er schon. Was zur Hölle? Ja, wir hallo uns wieder ein bisschen, alles gut.
Was Steinkante? Es ist 10 Level unter uns, ne, wollte ich nur gesagt haben. Und hat fast die Hälfte abgezogen. Alter Falter. Gut, Steinkante ist auch eine starke Attacke. Ich glaube, die stärkste Steinattacke, oder? Oder mit die stärkste Steinattacke zumindest. Noch ein Mogelbaum. Ich werde vielleicht genauso auseinandernehmen jetzt so. Zack, Absorber. Bitte wieder voll heilen. Vielen Dank. Er könnte jetzt vielen Dank für die Blumen, aber das wird er wohl nicht machen. Nochmal Steigkarte weicht aus, perfekt. Ich glaube, Steigkarte hat auch nur 80er Genauigkeit oder 90er oder so. Ich glaube 80er eher. Steinattacken haben allgemein schon so irgendwie 90, 95 nur, ne? Wäre ja Steigkarte nichts Besonderes unter den Steinattacken fast. So, tschüss Mogelbaum Nummer 2. Level 30 für Daisy und Mr. Cell. Das heißt, Batgirl muss wieder. Oh, Gigasauger sauber. Aber sofort kommt der Absorber weg. Ich glaube, Megasauger haben wir verpasst, weil es sich zu spät entwickelt hat, glaube ich, ne? Das kann gut sein. Ich meine zumindest, dass es in Pokémon X Megasauger erlernen konnte noch. Psychoschock. Okay, die Attacke ist physisch, das heißt, Psychoklink kommt weg. Tschüss. Speziell ist sie, meine ich so. Physisch sag ich schon. Noch ein Mogelbaum, 3 hat er sogar. Okay. Ja, jetzt kommt auch der Gigasauger zum Einsatz, mein Freund. Nicht mehr der Absorber. Aber du kannst auch wieder Robustheit haben, du Sau, ne? Hast aber nicht. Ah, hast du wohl Steinhaupt oder so? Jetzt gerade wo die Musik Fahrt aufnimmt, ne? Du kannst eine beträchtliche Menge an Wissen vorweisen. Danke, weiß ich. Oh! Luxio wickelt sich. Geil, auf Level 30 schon. Krass. Das kommt früh tatsächlich, muss ich sagen. Geil, endlich haben wir Luxtra. Was hoffentlich noch gute Dienste erweisen wird. Und nicht jetzt so allzu schnell draufgehen wird. In nächster Zeit. Luxtra ist schon ein mächtiges Pokémon. Matti! Ich glaube, damit kannst du echt zufrieden sein mit der Auswahl, oder? Falls du ihn noch zusiehst. Ich hoffe es. Luxtra, das Glühaugen-Pokémon. Leuchtet seine Augen golden auf, kann es selbst Beute ausmachen. Sich hinter dicken Wänden versteckt. Röntgenblick also. So, ich würde ihn jetzt am liebsten direkt kämpfen lassen, aber ich muss erstmal Batgirl nachziehen einmal. Wir hatten eine hitzige Debatte über Pokémon. Das kommt unter unserem Land häufig vor. Wenn der jetzt ein Pflanzen-Pokémon hat, ne? Das ist ja einfach so lucky. Das hat auch 3 Pokémon, der Andolin. Pantimos ist aber auch gut, weil es ein Feen-Pokémon ist. Ich muss aber aufpassen, weil es Psycho-Attacken beherrscht. Psychophesis, ne? Pantimos, interessantes Pokémon. Giftstreich, tschüssi. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Super Batgirl, hast du gut gemacht. Natürlich hole ich meine Pokémon, wenn sie es wollen. Noch ein Pantimos. Aber Level 20 schon, okay. Den Mogelbaum habe ich gerade gleich auf die anderen Level hatten. Unterschiedliche. Ich glaube, die waren alle Level 19, aber ich kann mich da auch irren. Wenn der jetzt auch ein Level 19er Pantimos hat, dann haben die wahrscheinlich beide den gleichen Level gehabt jeweils. So, Level 30 für Batgirl. Leider keine Attacke, okay. Aber ist in Ordnung. Ne, auch Level 20. Nochmal Giftstreich sollte reichen. Perfekt. Adios, Pantimos. Sehr gut. Wissenland ist doch kein Garant für den Sieg. So, der Kaffee ist damit durch. Komm im Kaffee, was darf sein? Wobei, eigentlich ist es egal, was du gerne hättest. Wir servieren hier Edo-Kuhmilch. Habe ich mal 10 Flaschen. Kann ich schaden. Kuhmilch ist sehr gut. Ist auch, glaube ich, günstiger als ein Hypertrank oder so. Halt aber, glaube ich, 100 KP nur dafür, ne? War es immer noch gut, von daher alles okay. So, weiter geht's auf Route 215. Auch hier haben wir noch einen Encounter offen, natürlich. Du musst ja direkt hier oben holen. Ne, ich glaube noch nicht, oder? Jetzt kommt noch Matti rein, damit wir ein bisschen mehr Kohle kriegen. Auch wenn es ein Ruin-Maniac ist und das ziemlich dumm ist, aber ist mir egal. Ich bin Schatzsucher und heute ist meine Beute ein Sieg gegen dich. Das ist wirklich eine seltene Rarität ist das, ein Sieg gegen mich. Ronzel, okay, das ist gut.
eigentlich das richtige Pokémon eingesetzt direkt, ne? Weil wir können jetzt Recluse einsetzen. Und dann ist das Bronzel auch weg. Du. Tschüssi. Matti, du schaffst das. Alter, ich muss mir mal die Werte angucken von dem Typen jetzt, ne? Von dem Pokémon. Die ist ja übel ballern. Schilterus, da habe ich nichts Effektives gegen. Aber ich habe noch den Funkensprung. Ja, ob ich auch reichen könnte? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, ne? Nee. Dafür ist ein Schilterus zu bulky. Du bist besiegt, Mann. Tschüss, Schilterus. So, Ruimei Kengo wurde besiegt. Der hatte keine Chance. Ich kann nicht gewinnen. Du bist einfach eine Nummer zu groß. Vielen Dank fürs Kompliment. Er will bestimmt kämpfen diesmal, oder? Eta gefunden. Wir bleiben bei Matti. Zwischendurch gehe ich auch mal langsamer oder lege eine Pause ein. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Okay, ich dachte schon, der läuft auch wieder durch. Gegenschuss eignet sich ideal, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Doch bitte nur im Pokémon-Kampf, nicht im wirklichen Leben. Sonst würde man sich ja laufend strecken und bekämpfen. TM66 gegen Stoß ist es sehr wahrscheinlich, wer schon so sagt. Wenn du diese Attacke einmacht, nachdem der Gegner zum Zug gekommen ist, verdoppelt sich ihre Stärke. Okay. Ist der Schneider, können wir zum Glück einsetzen, das machen wir auch direkt. Oh, hat er mich gehört da unten? So, zerschimmelt man den Busch, danke Bietitzer. Okay, kann man nichts machen. Der Dritte zieht auf jeden Fall ein. Du behauptest, sie wäre eingedöst. Das habe ich nur vorgetäuscht. Ja! Hat der einfach gepennt, ich glaube es ja wohl. Der Schwarzgurt Alfred. Ein Meditia hat er. Und es geht los, Matti, du bist dran. Warte mal, Meditia ist gegen Biss. Also Biss ist auf Meditia neutral, glaube ich. Kann ich auch direkt Funkensprung ansetzen. Ah, also schneller, wobei Offenlegung ist, glaube ich, Prio, ne? Ich glaube, Offenlegung hat eine Prio. Entschuldigt das Gehen. Ich bin gar nicht müde eigentlich, ich weiß auch nicht, warum ich gehen muss. Funkensprung, los! Tschüss, Macholo. Es gibt halt schon Level 31, ey. Der geht hier ab wie Schmitz Katze, ne? Der Gute. Der kämpft gar nicht und ist auch schon wieder Level up. Oh, ein Scanner setzt so ein, okay. Scanner noch. Hä? Wieso will ich das doch mal? Willst du mich jetzt verarschen, Mann? Jetzt nochmal Scanner einsetzen, ne, Kollege. Dann dreh ich aber durch. Geht du. Und auf Wiedersehen mit Diet hier. Schwarzgurt Alfred wurde besiegt. Lux. Nur das die Pokéball hier haben. Die Fausttafel. Da steckt nämlich wahrscheinlich Kampfattacken. Auf der Rückseite der alten Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Das Urwesen der schuf zwei Geschöpfe für Raum und Zeit. Dies in die Welt entsandte. Interessant. Halt. Letztes Mal müsste Arcel ein. Ich wundere, wie sauber die Technik meines Kampf-Pokémon sind. Nur deswegen setze ich ein Psycho-Pokémon ein. In diesem Fall. Schwarzgurt Sönke. Fordert mich heraus mit einem. Oh, okay, Glibblunkel ist sowas von tot. Das hat absolut keine Chance gegen Psycho-Pokémon. Denn ihr müsst wissen, dass Pokémon ist Typ Gift-Kampf. Und Gift ist auch sehr effektiv. Ist auch schwach gegen Psycho-Attacken. Dementsprechend treffen wir jetzt vierfach effektiv. Und das wird nicht überleben. Definitiv nicht. Also, ganz ehrlich, die sich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Macht hier Level 31? Okay. Du hast deine Attacken abstumpfen lassen. 900 Poké-Dollar, okay. Das ist in Ordnung. Immer noch kein Encounter hier. Bisher. Tipps für Trainer. Pokémon-Attacken sind entweder physische oder Spezialattacken. Stärke der physischen Attacken hängt vom Angriffswert des Pokémon ab.
Stärke der Spezialattacken wird hingegen vom Spezialangriff wert. Das Pokémon bestimmt. Will ich auch zerschneiden einfach. Oh, das sind Beeren. Warte mal, die hole ich mir noch. Ich glaube, da will ich erstmal keine neuen Pflanzen. Was immer Route 210 ist für mich. 15, Entschuldigung, 210 sag ich schon. Ja, eine Route weiter mittlerweile. Und dann haben wir da noch einen Pokéball. Und noch keinen Counter. Kapsel Megablock, okay. Gut, Freunde, ich würde tatsächlich sagen, das wird wohl noch ein bisschen länger dauern bis nach Schleierde. Wir beenden die Folge hier an Ort und Stelle. Beim nächsten Mal werden wir die nächste Stadt scheinbar erreichen. Denke ich mal, da gehe ich fest von aus. Auf jeden Fall danke ich euch an der Stelle fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video noch einen Daumen nach oben. Unterstützt den Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch auch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Euer Basukasu.